Darauf, da bin ich wieder, Biganox Barbecue. Und wie versprochen gibt es heute nochmal Krustenbraten. Zwar mit dem Unterschied zum letzten Video, dass wir heute die Schwarte vorher wässern. Und dann schauen wir einfach mal, welche Kruste besser wird. Also, bleibt dran! So, da sind wir zum zweiten Video vom Krustenbraten. Und zwar hier werden wir die Schwarte vorwässern. Ansonsten machen wir alles genauso, wie wir das auch in dem Video davor gemacht haben. Das heißt, ich habe hier mein Flockensalz später für die Schwarte. Ich habe hier das Ankerkraut Pulled Piggy, 250 ml Apfelsaft, wo wir gleich eine Spritzmarinade rausmachen. Sprich, ein Esslöffel in den Apfelsaft reinmachen, hier reinspritzen. Dann hinterher die Seiten rubben und unten drunter und die Schwarte mit Salz einreiben. Der einzige Unterschied wird sein, dass wir vorher die Schwarte 2 Stunden lang in Wasser wässern. Dafür drehen wir hier das Stück Fleisch um und bedecken hier jetzt gleich den Boden mit Wasser und stellen es erstmal 2 Stunden beiseite. Und dann machen wir die Schritte genauso wie auch in dem ersten Video und gucken mal, welche Schwarte im Endeffekt dann besser war. Ich habe hier noch, für die, die das erste Video nicht gesehen haben, eine Joppi-Soße. Das ist sowas wie eine Hamburger-Soße aus Holland. Weil wir wollen es halt hinterher auch ins Brötchen packen mit ein bisschen Krautsalat da drauf. Den habe ich hier, habe ich einen fertigen. Und dann wollen wir das ordentlich genießen. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los, machen hier Wasser in die Schale rein und dann müssen wir erstmal 2 Stunden abwarten. So, hier habe ich jetzt darauf geachtet, dass wirklich auch nur die Schwarte im Wasser ist. Und jetzt heißt es 2 Stunden warten, bevor wir mit der restlichen Vorbereitung loslegen. Also bis gleich. So Leute, der Teil hier, das hat jetzt 2 Stunden gewässert. Ich habe das Wasser schon abgeschüttet. Und ab jetzt geht eigentlich alles genauso weiter wie in dem ersten Video. Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, hier oben verlinke ich euch das mal. So, das heißt, jetzt spritzen wir die Marinade. Die rühre ich mir jetzt nur eben an hier mit einem Esslöffel Rub. Und 250 ml drüben Apfelsaft. Die mische ich mir jetzt noch an. Dann wird die reingespritzt. Dann wird es drumherum gerubbt. Die Schwarte mit Salz bedeckt und dann geht es bei 180 Grad in den Grill. Also. So Leute, gleiche Aktion wie beim letzten Krustenbraten. Wasserschälchen drunter, erhöhte Plattform hier, erhöhtes Grillrost reingemacht. Jetzt kommt der Krustenbraten drauf. Bei 180 Grad beide Brenner, also die äußeren Brenner, habe ich auf Low. Dann hält der hier so die 180 Grad. Jetzt kommt der Krustenbraten drauf. Und dann tippe ich mal so wieder circa 2 Stunden, bis wir 70 Grad erreicht haben. Und dann nochmal für die letzten 5 Grad, bis er also auf 75 Grad ist, volle Pulle hochdrehen und dann gucken wir mal, wie diese Kruste wird. Ich glaube, leckerer wie der letzte wird er nicht, weil der war schon echt geil. Ich bin nur gespannt, ob die Kruste irgendwie anders wird. Also, ich lege los und wir sehen uns in circa 2 Stunden. So Leute, auch hier wieder, na gut 2 Stunden haben wir die 70 Grad erreicht. Ne, da kann man sich auch wirklich so als Faustformel legen, so 2 Stunden, so ein 2 Kilo Stück, dann kommst du auf deine 70 Grad, wenn du lieber 180 Grad Gas. Jetzt schauen wir mal da rein und dann vermute ich mal, dass wir dem wieder richtig Feuer geben, nochmal 20, 25 Minuten, dass die Kruste ordentlich aufpoppt. Also, gucken wir mal rein. So, sieht klasse aus, riecht wieder hervorragend, das heißt, Deckel zu, Brenner auf volle Lutsche und jetzt nochmal 20, 25 Minuten abwarten, dann sollte die Kruste geil sein und es wird langsam dunkel, das heißt, wir gehen gleich rein und gucken uns das gleich drin an, wenn angerichtet ist, also bis gleich. So Leute, gleiches Prozedere wie beim ersten Video, nach 20, 25 Minuten war die Kerntemperatur von 75 Grad erreicht und da vorne braucht ihr jetzt nicht mehr filmen, da war dunkel. Hier schaut mal selber, es sieht hervorragend aus. She savors
So, Leute, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht entscheiden, welche Methode besser ist. Ich glaube vom Aussehen, ich glaube, die ist ein bisschen goldbrauner geworden hier, diese, die wir vorher gewässert haben. Hier hört er. Ne, die ist auch schön knusprig. Es ist ja die Frage, ob das wert ist. Wenn du die 2 Stunden Zeit hast, dann wässerst du das Teil vorher und wenn nicht, dann nicht. Dann funktioniert das auch, wie ihr das im ersten Video gesehen habt. Ne? Also auf jeden Fall sind beide Ergebnisse absolut zufriedenstellend. Und Leute, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich muss jetzt die Kruste hier probieren. Und damit fange ich jetzt an. Ich nehme mir einfach so ein Stück mitten raus. Oh, da kann ich aber direkt was zu sagen. Die. Ja, ich muss mir noch eins nehmen. Ich muss das jetzt zerpflücken. Die ist knuspriger. Aber auch ein bisschen bissfester. Obwohl, vielleicht lag es jetzt auch nur an dem Stück. Also, ich hatte schon wieder so ein Stück, das war mega zart. Ey, super geil. Es funktioniert auf jeden Fall beides. Ich glaube, wie es macht, es funktioniert. So, und jetzt würde ich sagen, genau wie im ersten Video, bastel ich mir einen Burger und dafür schneiden wir erstmal das Ding jetzt auf. Leute, der Burger ist gebaut hier. Burger ist ja kein Burger, das ist Krustenbratenbrötchen. Und ihr seht, ich nasche hier gerade noch so eine Kruste. Ich muss mich doch noch korrigieren und festlegen. Scheiße. Ohne Wässern war geiler. Also wirklich, weil ich jetzt schon wieder ein Stück hatte, was erst so im ersten Biss ordentlich crunchy ist, aber dann merke ich, wie es doch ein bisschen ledrig nach hinten ist. Also jetzt auf einem Stück muss ich schon ganz schön rumkauen, dass ich es noch wegkriege. Und so soll es ja nicht sein. Da muss ich leider sagen, oder zum Glück, hat die andere Sache echt besser funktioniert, ohne Wässern. Ja, da ist für mich ganz klare Geschichte, die 2 Stunden kann ich mir sparen, da brauche ich nicht mehr Wässern. Ne? So, und jetzt opfere ich mich fürs Team und esse nach ganz kurzer Zeit noch mal ein Krustenbratenbrötchen. Nein, ohne Scheiß, ich freue mich da mega drauf. Und jetzt hauen wir hier mal rein. Guten. Vom Fleisch her absolut identisch. Aber wie gesagt, die Kruste ist auch, die ist crunchy, das ist alles cool, aber die andere war luftiger. Wie soll ich sagen? Es war einfach, hat mir besser gefallen. Und ich glaube, falsch gemacht habe ich nichts. Wenn ja, schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Ich bin immer für Kritik offen. Aber das andere hat eher gut funktioniert. Also warum auf diese Art machen? Dann lieber so wie im Video 1. Hier wird es nochmal verlinkt. So Leute, das war's. 2-mal Krustenbraten hintereinander. Jetzt ist erstmal Schluss mit Krustenbraten. Jetzt machen wir erstmal wieder andere Sachen. Ist ja auch schon dunkel. Wünsche ich euch ein gutes Nächtle und lasst mal hier ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ich esse den jetzt noch auf und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Und dann kein Krustenbraten. Also bis dann. Probier auch mal. Ich meine, die ist auch geil, aber nicht so gut wie das erste Video. Das könnte auch Knochen sein. Die andere war besser, ne? Ja. Aber das ist mega lecker. Das ist geil. Und da ist es weg. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Beides ist gleich. Prinz hat übrigens beides ist gleich. Also, bis zum nächsten Mal.